Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Monster Train. Ich habe offscreen ein bisschen mit der stygischen Wache und den Umbra gegrindet. Ist vielleicht das falsche Wort, aber ich habe ein paar Runs gemacht und habe alle verloren auf Parkrun 14. Ich komme mit dieser Kombination überhaupt nicht klar, deswegen wollen wir jetzt mal einen Run zusammen machen. Und dann erkläre ich euch so ein bisschen, was ich so gemacht habe, woran ich wahrscheinlich scheitere. Und vielleicht habt ihr Tipps, wie ich, was ich falsch mache, was ich besser machen könnte. Wir werden sehen. Nun, wir starten mit einem Artefakt natürlich. Seraph wird die Stärke unserer Einheiten reduzieren. Zwei Zauberanfälligkeit auf gegnerische Einheiten, wenn sie den... die Ebene unter der Höllenlupe treten. Das könnte nicht schlecht sein. Das ist Quatsch. Machen wir mal so, würde ich sagen, oder? So, Frostschaden oder Schadenszauberkosten auf dieser Ebene auf minus 1 reduzieren. Ich habe den immer wieder zur Auswahl gekriegt. Aber das Problem, was ich mit diesem Perk, sage ich jetzt mal, habe, ist, dass er nicht zur Win Condition beiträgt. Zumindest wüsste ich nicht wie. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mit dem Frostschaden. Also ich bin immer entweder mit dem Frostschaden gegangen oder mit der Zauberanfälligkeit. Und jetzt spielen wir wohl den Frostschaden. Ja. Wir haben ein paar ganz gute Zauber bekommen, das freut mich. Das ist nicht selbstverständlich, ich habe teilweise Karten aus der... im wahrsten Sinne des Wortes aus der Hölle gekriegt. Und ja, jetzt wollen wir mal gucken, ob dieser Run ein bisschen besser funktioniert. Haben wir schon mal einen Eistornado, fantastisch. Spielt hier diesmal auf die zweite Ebene. Und machen alle anderen weg. So, da haben wir da eines davon. Oh, Nugget Bergmann haben wir ebenfalls. Ha. Gib mir mal Nugget Bergmann. Dann haben wir 5 mehr HP. Und 20 Schaden. Das ist ja auch nicht verkehrt, oder? So. Der da. Der da. Und... naja, das war's jetzt erstmal. Mehr können wir wirklich nicht spielen. Der erste stirbt auch schon. Naja, das ist nicht so schlimm. Ich denke, wir kriegen das irgendwie hin. Ich könnte den... das Problem ist, wenn ich den jetzt so wegmache, dann kann ich den Eistornado nicht mehr auf den Boss spielen. Wir haben ein bisschen zu wenig Mana. Ich könnte den Eistornado einfach da oben spielen, aber das ist ein bisschen gewastet. Das hier wird vielleicht für den hier ausreichen, aber auch dann kann ich den Eistornado nicht mehr spielen. Von dem her denke ich auch, das ist jetzt nicht die optimalste Idee. Die Frage ist, nehmen wir 15 Schaden in Kauf? Ich denke, ich spiele den Eistornado einfach mal hier oben. Und dann machen wir auf gut Glück, schauen, was wir da unten hinkriegen. Er stirbt. Na, fantastisch. Oh, Mist. Ah, nicht aufgepasst. Ja, solche Sachen passieren mir eigentlich nur, wenn ich aufnehme. Wenn ich nicht aufnehme, dann passe ich da ein bisschen besser auf. Aber naja. Wir haben bereits 2 Eistornados. Ich glaube, das ist okay so. Andumbra-Angriff wäre nice, weil wir bräuchten direkten Schaden. Würde uns auch 2 Nuggets jeweils geben. Mineneinschutz ist auch gut, den muss man aber upgraden. Ich nehme aber den Mineneinschutz mal mit. Ich habe die Erfahrung gemacht, also ich habe jetzt in letzter Zeit relativ viel Umbra gespielt. Und ich finde den ziemlich gut. So. Wir bräuchten...
Was brauchen wir denn? Wir brauchen einen Tank für Tethys. Deswegen ist die Wache des Namenlosen wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Wir nehmen den mal mit. Am Anfang Einheiten mitzunehmen ist eigentlich immer eine gute Sache. So. Will ich eine Stygie-Einheit oder will ich eine Umbra-Einheit? Ich möchte tendenziell wahrscheinlich... Wir haben noch nicht wirklich eine Win-Condition. Von dem her brauchen wir nicht unbedingt das Level-Up für die Spells. Mit dem hier habe ich auch ein paar Mal rumexperimentiert, habe aber nicht wirklich es geschafft, den ordentlich zum Laufen zu bringen. Der hier ist interessant. Den habe ich nur... Wir probieren den jetzt einfach mal aus. Ich habe den noch nie gespielt. Der würde auch als Tank fungieren. Ich möchte ihn aber nicht noch größer machen. Ich denke, das geht eher auf ihn. Macht mehr Sinn, oder? Da macht er auch ein bisschen mehr Schaden. Hält mehr aus. Ich denke, das ist eine gute Sache. 10 Damage. Wenn ich das auf ihn packe, dann teilt er ein bisschen was aus, hält ein bisschen was aus auch. Ich möchte ihm nicht die 10 Damage geben, weil er sonst Schaden von den Dornen kriegt. Das ist der Grund. Schadenschild. Wir könnten ihm noch 2 Schadenschild dazugeben, dann würde er noch ein bisschen mehr tanken. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Hoffe ich. Und dann hauen wir noch einen Zugbegleiter raus. Wobei, wir dürfen nicht vergessen, dass Seraph die Stärke unserer Einheiten reduzieren wird. Das heißt, 20... Ich meine, es ist nur ein Tank. Seine Rolle ist zu tanken. Er muss nichts anderes tun. Im Prinzip. So, das ist okay. Das müssten wir handeln können. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Okay. Ganz oben hin pappen können wir die Leute jetzt nicht. Weil wir da die Wiederbelebungs... Also die... Ne, wir werden gestunt eine Runde. Wir haben das Zehren drauf. Aber gut, ich schmeiß Tethys mal dahin. Der kriegt direkt 20 Schaden. Ich kann nicht noch was vorne hinpacken. Na, ich meine, wir können ihn mal dahin tun. Dann haben wir die zumindest aus dem Deck raus. Das Problem ist, er kann sich nicht heilen. Das ist ein bisschen doof. Das war ein No-Brainer. Und jetzt schmeißen wir dich hier hinten hin. Und fangen hier an, Spells zu spielen, damit du Rüstung kriegst. Okay, naja, einen Spell. Besser als nichts, würde ich sagen, oder? Die kommen hier alle durch. Was ein bisschen ungünstig ist. Und wir haben keinen... Wir haben jetzt hier nicht wirklich jemanden da oben, der was machen kann. Leider. Das heißt, das wird nochmal ordentlich Schaden auf die Glut geben. 95. Ja, das ist nicht schlecht. Ich möchte auf jeden Fall einmal noch ein Nugget haben. Ach, der heilt sich auch wieder durch die Nuggets. Gute Sache. Der schöne Schattenfresser. Macht der Zugbegleiter hier was? 125. Na, ja, das lohnt sich doch, oder? Würde ich sagen. Das müsste eigentlich passen. Behaupte ich jetzt. Ja, ich meine, wir machen das einfach so. Und das war's für ihn. Gute Sache. Hat geklappt. Ich glaube, das ist bisher einer
der besten Starts, die ich mit dieser Kombination gehabt habe. Also meistens schaltet er es schon irgendwie, ja, vor Daedalus, vor Fell, in den Dreh rum. Keine der Karten sind jetzt so wirklich gut mit unserem Deck. Ich glaube, der Eistornado ist wesentlich besser als der Kryptenbauer. Für das, was wir haben. Raumprisma können wir auch verwenden. Von den anderen haben wir ja schon was. Einheiten haben wir bereits ein bisschen geupgradet. Wollen wir noch mehr upgraden? Ich weiß noch nicht genau, wo das Deck hier hinführen soll. Wo kommt der Damage auf die Bosse her? Vom Frostschaden wahrscheinlich. Wir bräuchten eine Umbra-Einheit, die Nuggets erzeugen kann. So, dass er sich eigentlich immer wieder hochheilen kann. So, was haben wir? Permafrost. Oder minus 1. Das wäre was für den Eistornado. Ich denke, das machen wir mal so. Die anderen zwei... Ich bin nicht so enthusiastisch. Das ist eigentlich... auch Quatsch, oder? Ich meine, wir können das so machen und dann noch haben wir es wieder gratis und dann, ja, ist das, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ich denke, das können wir zwei, dreimal jeweils pro Kampf spielen. So, was haben wir? Armageddon, das Schwert. Füge gegnerischen Einheiten 30 mal X Schaden zu. Okay. Das wäre gut, wenn wir die Zauberanfälligkeit bei Tethys haben. Die haben wir aber nicht. Wende 2x X Schadenschild an. Zerstöre eine Nicht-Boss-Einheit. Kriegen wir, ist das wieder so ein doppeldingiges Event, wo wir... Ich meine, wir können das mitnehmen. Wir nehmen das Schild einfach mal mit. Wo wir, wenn wir es ausspielen, dann später irgendwie noch was anderes kriegen. Ich weiß es nicht. Vielleicht hätte ich das lesen sollen. Das war das erste Mal, dass ich dieses Event jetzt hatte. Von dem her, wir probieren das jetzt einfach mal aus und sehen, was passiert. So, Tethys und der Schattenfresser. Die Frage ist, explodiert er zweimal? Ja, ich glaube, der explodiert zweimal, genau. Dann würde ich sagen, meinen wir die mittlere Ebene für den Moment. Und stellen uns mal unten auf. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine Rolle spielt, ob wir ihn besser unten gespielt hätten. Wahrscheinlich wäre er besser gewesen hier unten, aber was will man tun? Ja, dich werden wir auf jeden Fall spielen. Nein, die Bombe hat es nicht erwischt. Oh Gott. Heil ihn wieder hoch. Da haben wir wieder eine Bombe. So, ich werde den da spielen, damit er die Rüstung kriegt. Und du kriegst das Nugget. Und ich meine, wir können uns den einen Damage sparen. Warum auch nicht? Zugbegleiter kommt hinten hin. Kann noch ein bisschen zusätzlichen Damage verursachen. Das passt. So, jetzt haben wir hier unseren tollen Schild. 24 ist viel. Ich denke, ich werde das mal so machen. Dann ist die Bombe weg. Du kriegst den Schadensschild. Und ihr zwei geht dann direkt auf die oberste Ebene. Das ist ein bisschen doof, aber
Naja, was soll's. Ich vergesse immer, dass wenn Tedis den Frostschaden hat, dann hat er kein AOE. Von dem her... So, spielen wir das mal da. Ach, den habe ich komplett vergessen, dass der auch noch da ist. Dang it. Das wären 7 Schadenspunkte. Dann spielen wir den Ach, Mist, ich hätte den Schattenteiler hier unten spielen sollen. Das war gewastet. Kriegen wir die Bombe weg? Ich glaube nicht. Das heißt, wir geben ihm einfach so ein paar Nuggets. Ah, er stirbt jetzt trotzdem. Ja, weil er 2 verschlingt. Und dann dadurch die gegnerischen Einheiten Schaden nehmen. Das hier oben, da können wir jetzt nichts mehr dagegen tun. Das ist ein bisschen ungünstig. Ich muss mir angewöhnen, dass ich die Schattenteile jeweils auf der Ebene mit der Wache des Namenlosen spiele. Das ist am effizientesten. Genau das werden wir jetzt natürlich auch tun. So, bitteschön. Tornado drauf und... Gut ist es. Der kriegt jetzt so viel Frost-Stacks, dass er jetzt hier automatisch sterben wird, auch wenn sonst nichts passieren würde. Fantastisch. So, was haben wir noch? Mandelwesen-Nagel. Löse bei einer Nugget-Einheit 2x verschlingen aus. 2x X verschlingen aus. Das könnte gut sein. Füge der vordersten gegnerischen Einheit 30 mal X Schaden zu. Das ist eine sehr gute Karte, wenn wir den anderen Stack hätten. Den kann man auch bauen. Ich werde mal den Nagel ein bisschen ausprobieren. Der hört sich interessant an. Und du bist gut für unseren Schattenfresser. Ich denke, wir nehmen etwas mehr Mana für den Moment. Nachher wahrscheinlich mehr Platz. Das ist bei den Umbra eigentlich immer eine gute Wahl. Noch eine Umbra-Einheit. Will ich was kopieren? Ich meine, wenn der Nugget-Former den Schattenfresser am Leben hält. Es fehlt uns halt immer noch so ein bisschen eine Win-Condition. Das Problem ist, die finden wir auf der Seite wahrscheinlich nicht. Deswegen gehe ich nach links. Oh. Schattenbelagerung. Können wir dieses Ding jemals spielen? Das wäre eine Win-Condition. Zweifelsohne. Das Problem ist, wir haben 4 Mana. Ich werde den mal mitnehmen. Wir probieren das einfach mal. Wenn es nicht klappt, dann schmeißen wir das Ding einfach wieder raus. So, du musst weg. Die gefrorenen Lanzen müssen wir auch langsam aber sicher mal ein bisschen aussortieren. Und dann werde ich... Das Raumprisma... Wir bräuchten mehr Mana. Wir bräuchten irgendwas, das mehr Mana gibt. Haben wir aber nicht. Es ist momentan unmöglich, dieses Ding hier zu spielen. Wir hätten zwar den Platz dafür, aber wir kommen nicht auf das Mana. Wir haben keine Möglichkeit, dass hier das verschlingt mehr Mana, als es uns bringt. Im Endeffekt. Heißt, was kopieren wir? Man könnte den Schattenfresser kopieren, man könnte auch den Nugget-Former kopieren. Ja, wobei der Nugget-Former bringt nicht so viel. Die Wache des Namenlosen ist... Ich habe nicht wirklich was Gutes zum Kopieren. Ich meine, wir können das hier kopieren. Das schadet ja nicht. So, mehr Frostschaden. Und dann müssen wir irgendwie nach Kartenausschau halten, die
nach Kartenarsch halten, mit denen wir mehr Mana kriegen, sonst können wir das Ding nicht spielen. Das ist sonst eine tote Karte. Okay. So. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich denke, ich spiele euch mal hier hin. Da wir das andere Ding sowieso nicht spielen können, werde ich einmal hier das erhöhen und einmal hier. Und du stirbst nicht, also kannst einen rausnehmen, ne? Ne, kannst du nicht. Du hast Schwindel. Damn it. Vergessen, aber hier wärst du einfach sofort gestorben. Von dem her, das passt schon so. Jetzt haben wir hier natürlich massenweise Typis. Ich denke mal, das muss passieren. Auch wenn es hier sehr verlockend gewesen wäre. Wir werden relativ viel Damage fressen. Zweifelsohne. Du kommst dahin. Wir könnten noch dich da vorne hinstellen. Ach, die gehen auch wieder alle nach oben. Damn it. Ja gut, kann man nichts tun. Das ist viel Schaden. Gehen alle jeweils immer nach oben. Ich denke, wir müssen dem mal ein Ende bereiten. Und zwar so. Da sind die schon mal weg. Dann machen wir den platt. Kriegen wieder ein bisschen Mana zurück. Und spielen dich noch. Das sollte einigermaßen okay sein, denke ich. Ja, jetzt. Ist halt das Problem, wenn es einen Falschen trifft, dann überlebt er hier. Es fehlt uns jetzt hier tatsächlich gezielten Schaden. Aber gut. Okay, es hat den richtigen erwischt. Sind wir froh? Nimm noch einen Nugget Bergmann mit rein. Hier können wir nichts mehr spielen. Der ist voll. Theoretisch müssen wir da sogar noch mehr. Noch den Raum nochmal erhöhen. Damit wir noch ein zusätzliches Nugget spielen könnten. So, gib mir Nuggets. Machen wir den auch noch. Bergmann. Mehr Damage. Ich schmeiß noch eins da oben hin. Warum nicht? Okay. Können wir eine Nugget-Einheit 10-mal verschlingen auslösen. Problem ist, ich muss die beiden spielen, um den Typen da wegzukriegen. Wir lösen 6-mal verschlingen aus. Das Interessante ist, das würde 60 Schaden verursachen. Aber das ist halt für die Bosse zu wenig. Will ich ihm Damage geben oder will ich ihm HP geben? Ich glaube, ich gebe ihm Damage. Und das Raumprisma kann auch dahin. Ach, der Boss ist schon tot. Aber ich habe nicht drauf geachtet. Tut mir leid. Bisher läuft der Run ganz gut. Aber ich bin noch nicht wirklich zuversichtlich, weil uns fehlt noch so ein bisschen die Win Condition. 6 Frostschaden ist nice. Ich denke, den nehmen wir mit. Opfer ist auch nice. Mehr Nuggets. Die anderen passten nicht wirklich ins Deck, hatte ich das Gefühl. So, was brauchen wir? Wir müssen Eissturm upgraden. So viel steht fest. Bei dir hätte ich vielleicht ganz gerne Permafrost. Wir müssen Mineneinsturz upgraden. Brauchen wir
Links wäre halt einfach besser, generell. Was kommt als nächstes? Artefakte können wir uns sowieso nicht leisten. Wir gehen nach links und dann nächste Runde auch wieder. Hier noch ein Artefakt. Immer wenn du einen Zauber spielst, der durch den eine generische Einheit auf- und absteigen würde, werden es zusätzlich 2 Schwindel an. Wir haben keinen solchen Zauber. Das heißt, wir nehmen das Ding da. So, schmeiß raus. Du und du. Da haben wir das Deck wieder ein bisschen ausgedünnt. Endlos. 10 Damage. Bei dir bräuchten wir Multi-Strike. Ist alles nicht so toll. Dich noch fetter machen möchte ich nicht. Schadenschild. Das ist ganz gut für dich. Mehr HP. Und du könntest auch ein Schadenschild kriegen. Ich denke, das passt. Weil die Sättigung können wir nicht erhöhen. Von dem her würde ich sagen, belassen wir es mal dabei. Sie waren jetzt nicht die Upgrades, die ich gerne gehabt hätte. Komm mit Zauberschild 2 ins Spiel. Wie fest stört uns das? Da wir das Ding hier nicht ausspielen können, wahrscheinlich ein bisschen. Gerade weil die wahrscheinlich, ja, die haben relativ viel HP. Der macht 20. Unser Damage ist nicht wirklich hoch. Ich glaube, wir können uns das nicht leisten. Ich werde es jetzt mal versuchen, ein bisschen auf Nummer sicher zu spielen. Okay, du da. Du da. Du hier oben. Und gib ihm. Ich meine, wir machen schon ein bisschen Schaden. Ach, der wurde direkt vom Hammer erledigt. Fantastisch. Wir machen hier schon ein bisschen... Ach, scheiße, jetzt kann ich das Ding nicht mehr spielen. Ich habe vergessen, dass er 3 kostet. Nein, oh mein Gott. Ah, wie schlecht. Na gut, dann werden wir ihn da oben hinspielen und haben es versaut. Auf gut Deutsch gesagt. Ich meine, wir können es nach wie vor so machen, aber ideal ist das natürlich nicht. Die Karte, ich weiß noch nicht. Theoretisch müssen wir Verbrauch wegnehmen und das Ding endlos machen. Das wäre... Na, ich hätte das hier auch erhöhen können. Damn it. Du wirst sterben. Vom Frostschaden. Also wir müssen da gar nichts tun. Was machen wir sonst noch? Eistornado hier. Wirklich gut war das jetzt auch nicht unbedingt. Ich mache hier trotzdem noch so ein Ding. Einmal das dahin. Dann töten wir dich. Und spielen noch den Nugget Bergmann. Den kriegst du. Viel Spaß damit. Eissturm. Du bist tot, du spielst keine Rolle. Du hast ein bisschen viel Rüstung, aber was soll's. Ich denke, machen wir erstmal den Tornado. Und dann spielen wir Schattenteiler. Und machen das so. Dann kriegst du ein paar Nuggets. Und ihr, naja, bleibt einfach so.
Ah, ich hätte vielleicht noch den... Ich hätte vielleicht den Einsturm besser spielen sollen. Naja, also es ist nicht so schlimm. Es läuft einigermaßen. So, jetzt haben wir hier einen Nagel. Bräuchten wir aber natürlich auch ein Nugget. Ich denke, wir spielen das mal so. Und dann hat er eigentlich, ach Mist, ich habe den hier oben vergessen. Dang it. Ich hätte ihn sowieso nicht töten können, von dem her spielt es nicht so eine Rolle. Bisschen Schaden reingekriegt. Ah, das ist nicht gut, dass Tedis da unten ist mit dem, mit der Tarnung. Das habe ich ein bisschen verbockt. Tja. Heißt 100 auf euch. Seid ihr schon mal weg? So, dann spielen wir Nugget dahin. Kannibalisieren das Nugget und werden jetzt zwei Nuggets hier hinspielen. Hier ein bisschen tanken. Ja, jetzt kriegt er zumindest Schaden. Das heißt, er kriegt Froststacks drauf. Und ich hoffe, dass er das dann finishen kann. Interessanterweise werden jetzt auch irgendwie die Nuggets von den hinteren Einheiten verzehrt, wenn es vorne keine Einheit hat. Augenscheinlich. So, das sind nochmal 100 Schaden, erstaunlicherweise. Ich denke, das kriegst du und das spielt nicht so eine Rolle. Die Schattenbelagerung können wir sowieso nicht spielen, außer wir haben, naja, wenn wir zwei von den Mana Nuggets kriegen würden, dann würde es gehen. Oh, Eistornado. Na, das war nicht schlecht. 197, das reicht schon fast aus. So, reicht. Gute Sache. Mach ihn platt. Huh. Glücklicherweise, es war eine gute Entscheidung, da nicht. Permafrost wäre nicht schlecht. Ne, wobei... Wir wollten Permafrost auf dem Ding da haben. Ich nehme einmal Permafrost mit. Ich denke, das ist eine gute Sache. Das hier bringt uns sehr viel. Vielleicht können wir dadurch den 200er-Typen spielen. Das wäre unsere Win-Condition. So, erstmal Zauber upgraden. Entferne Verbrauch. Ja. Und jetzt entweder Double Stack. Oder... Einbehalt. Beides ist okay. Ich werde das mal auf eins von den Dingen anwenden. Weil einen werden wir bestimmt behalten. So, dann Eissturm. Ist, glaube ich, besser als Mineneinschutz, dass Eissturm erhöht wird. Passt. Wir können Eissturm auch gratis machen. Oder mit Einbehalt. Permafrost. Was wollte ich permafrosten? Ne. Am ehesten den Mantelwesen-Nagel. Aber, das lohnt sich nicht wirklich. Das sind 90 Gold. Ich denke, das lohnt sich nicht wirklich. Machen wir den Eistornado noch ein bisschen billiger. Karten entfernen. Es sieht einigermaßen okay aus. Ich denke, wir sparen uns das Gold für den Moment mal. Wir sind nicht so verzweifelt. Kristalle. Gib eine Einheit plus 2, plus 30, plus 30. Verkleinere eine Einheit auf 1.
Ich denke, das ist auf jeden Fall besser. Das wäre niedlich. Aber ich weiß halt immer noch nicht, ob uns das wirklich viel bringt. Ich denke, am sinnvollsten wäre es auf ihn. Das wäre echt niedlich. Das Problem ist, wir müssen erstmal die 6 Mana irgendwo herkriegen, damit wir dich spielen können. Und die sehe ich noch nicht so wirklich, deswegen packe ich das auf ihn. Aber das ist auf jeden Fall ein guter Buff. Aber gut, mein Lieben, es läuft bisher eigentlich ganz gut. Es fehlt noch die Win Condition. Vielleicht kriegen wir die noch. Aber an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir erstmal einen Break. Sehen uns hoffentlich dann in der nächsten Episode wieder. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, habt eine gute Zeit, euer Northgate.